Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Team soweit mal so aufgestellt und wollen jetzt testen, ob das was taugt. Weiß es noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir erst hier jetzt mal ein Spiel machen. Ich würde sagen, sollen wir uns da gleich mal online reinstürzen? Ich probiere es einfach mal. Sehen wir ja dann, ob das funktioniert oder unser Team da gnadenlos untergeht. Wir probieren unser Glück mal online nicht. Gut, dann schauen wir mal, was da für ein Team auf uns zukommt. Ne, doch nicht Bartstuber, wer war das dann? Oder Bartstuber von der Bank? Auf jeden Fall hat Thiago als Leihspieler, der sieht auch ziemlich gut aus, glaube ich, von den Stats. Ansonsten aber noch viele Bronzespieler, nur 74 Chemie. Also muss nicht unbedingt heißen, dass unser Team schlecht ist. Wir legen los und dann schauen wir mal. Kann es sein, dass es online schneller ist? Ich habe jetzt irgendwie schon so das Gefühl, dass es ein bisschen schneller ist. Ist ja auch nicht so schlecht, weil davor war es schon ziemlich langsam. Jawohl! Ich glaube, ich werde nicht mehr. Da ist ja schon das 1-0. Er will direkt Pause machen, er will wahrscheinlich direkt Rage quitten. Da hätte ich auch nichts dagegen. Komm, geh raus. Habe ich kein Problem damit. Ich würde gern weiterspielen. Okay. Oh. Gefährlich. Dazwischen. Keule kommt nicht mehr richtig dran, um mir noch den Eckball zu verhindern. Hilfe. Da wird's aber gefährlich. Rizzi auf Gondorf. Kostic versteckt sich da ein bisschen, aber geht noch. Durchgesteckt. Gondorf. Der Schuss war nicht gut. Und Höhler dreht sich fast vorbei. Schade. Danke, Schiri. Höhler, Terodde, Latte. Ach Mist. Wer ist da hinten nochmal Terodde? Kommt nicht gut genug dran, um den aufs Tor zu bringen per Kopf. Aber ich finde, es spielt sich einigermaßen gut. Ich habe jetzt nicht so, dass viele sagen ja, dass es so langsam ist, aber ich finde, es läuft ganz gut. Terodde. Kostic holt ihn noch zur Ecke, sehr schön. Nochmal nachgesetzt. Kommt der Ball rein. Oh, und Höhler nimmt ihn an. War das Höhler? Ich kenne die Rücknummer noch nicht, aber ich glaube, es war Höhler. Ist zwar nicht die Balle, aber der Jubel ist einfach nice. Und das war Höhler, der nimmt ihn an direkt vom Torwart, dreht sich um und stupft ihn rein. Sehr schön. 2 zu 0. Höhler. Der Ball ganz nach hinten, dann der Kopfball nach vorne. Will er jetzt Rage quitten? Nein, der macht immer Pause, mein Gegner, und dann spielt er sofort weiter. Warum auch immer. Oh, guter Schuss. Boah, Hilfe, ich drück vom Tor weg und er köpft in Richtung Tor. Bin gerade bisschen erschrocken. Dachte, er will ihn selber reinköpfen. So, jetzt mal die Konterchance. 2 gegen 2. Wenn wir es gut machen, können wir das lösen. Höhler ist einfach verdammt schnell. Der kann da einfach mal vorbeispazieren. Dann muss er rein in die Mitte. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Ja, wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen üben und reinkommen. Aber Höhler ist auf jeden Fall, was Laufen angeht, schon eine kleine Offenbarung. Der macht ziemlich viel Spaß. Oh, McInerney. Das war mal ein Hammer-Tackling. Da ist Kostic. Den kann man anziehen mit seinem Tempo. Der kann auch so Schritte machen hier ums Eck rum. Und dann kommt der Ball und Gondorf fast, glaube ich, mit dem 3 zu 0. Ja, es war Gondorf. Mit dem 3 zu 0. Sehr schön. Jetzt macht mein Gegner wieder Pause.
Jerome Gondorf 3:0. Ja, so langsam wird es ein bisschen deutlich und wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Klar, es ist nur Liga 10 und der Anfang von FIFA, aber trotzdem. Ist das ja schön. Terodde bleibt hängen. Kann jemand abstauben? So nicht. Kostic trifft den Ball nicht gut genug. Und deswegen kein 4:0. Dann hat er gut gespielt. Aber der Schuss ist einfach harmlos. Freut sich Reule, dass er auch sowas Dankbares zu tun bekommt. Okay, 2 Minuten Nachspielzeit. Und Verteidigung steht bis jetzt ganz gut. Klar sind da auch nicht die Megakracher im gegnerischen Sturm, aber trotzdem. Und bis jetzt hinten alles rausgefischt und da ist Halbzeit 3:0. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich gut. Und rein geht's in Halbzeit 2. 3-2-1, los geht's, wir haben Anspiel. Und da haben wir den Ball wieder, sehr gut. Und, kommt nicht ganz durch auf Terodde der Ball. Jetzt wieder Terodde, nochmal Höhler, wieder Terodde! Und Ball bleibt im Spiel, Kostic, Terodde, nein, Höhler war's. Höhler, Terodde. Hey! Was war das denn? Er wird voll weggedrückt. Und Terodde muss man erstmal wegdrücken, also ganz ehrlich. Kein Elfmeter, war wohl zu wenig. Da liegt einer vom Gegner, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich... Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich einen erwischt habe. Zumindest nicht bewusst. Da kommt Terodde und da ist es 4:0. Sehr schön. 4:0. Darauf ein kleines Workout. Nice. Sehr stark gemacht. Gute Flanke von Kostic. Und Terodde ist da direkt über den Torwart. Den kann man auch mal halten. Wenn er einfach stehen bleibt, kriegt dann halt voll ins Gesicht. Aber er hat ihn gehalten. Sehr guter Laufweg von Rizzi. Ganz knapp am Tor vorbei, fast das 5:0. Oh oh. Ja. Gut, das hat er sehr gut gemacht. Ich war nicht ganz aufmerksam genug. Und da ist das erste Gegentor, aber bei 4 selber geschossenen Toren ist das nicht so tragisch, dass wir auch mal eins fangen. Natürlich wird man ganze 0 spielen, aber man kann es eben nicht immer verhindern. Und da ist Höhler. Und er kommt leider nicht durch. Und da ist Thiago unterwegs. Den müssen wir aufhalten, weil der kann gut schießen. Glücklicherweise mit links nicht so gut wie mit rechts, glaube ich. Deswegen mit links schießen lassen ist noch halbwegs verschmerzbar, solange er nicht direkt vorm Tor steht. Das war jetzt aber das erste Mal tatsächlich, dass ich ihn so auffällig gesehen habe, sein Thiago. Davor war da eher nichts los. Jensen kommt leider nicht vorbei, aber es ist ja auch nur ein ZOM. Muss man auch sehen und kein rechter Mittelfeldspieler, dem fehlt da einfach ein bisschen das Tempo. Alaba hat ihn sehr gut gemacht. Ball raus auf Jensen, der in die Mitte, Terodde, ja, den kann er nicht kriegen. Und wir sind in den letzten 5 Minuten angekommen von diesem Spiel. Gibt sicher noch 2 Minuten Nachspielzeit oder so, aber ja. So langsam geht es dem Ende entgegen. Ich muss sagen, ein erstes gutes Spiel online und Keule hält den, sodass es vorerst bei einem Gegentor bleibt. Wäre auch schön, wenn das bis zum Abpfiff so bleibt. Keule hat auch den, sehr guter Mann. Dritte Liga läuft, würde ich sagen. Ja, den hat er auch. Und weg damit.
Da vorne ist Terodde, der holt ihn sich sogar. Sehr gut gemacht. Auf Höhler. Und Höhler kommt angestürmt auf Terodde. Terodde. 5 zu 1. Nochmal einen Konter gefahren. Gut. So, da ist der Gegner weg. Terodde 10,0 Bewertung. 521 Münzen und der erste Sieg im ersten Spiel online in Liga 10. Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Ja, wie gesagt, die paar langweiligen Passagen schneide ich raus, sodass es nur mehr Highlights sind. So werde ich das in Zukunft handhaben. Jetzt können wir hier mal reinschauen. Wir können die 50 Münzen für das Neulingsdebüt abholen und dann auf der nächsten Seite weitermachen. Oh, ein 83 plus Leihspieler-Set bekommen wir. Dann schauen wir mal rein, wer da drin steckt. Wenn es einer aus der Bundesliga wäre, würde ich mich noch mehr freuen. Franzose, rechtes Mittelfeld. Oh, Dembélé. Nice. Das ist cool. Der könnte mal mein ZOM da im rechten Mittelfeld ersetzen. Ja, machen wir so. Und den haben wir in den Verein. Weil wir haben ja da rechts eh noch ein ZOM und noch keinen Spieler gekauft. Wir können den Verein mal ändern, dann kriegen wir was. Der Vereinsname ist natürlich FAS LP, das ist ja ganz klar. Die Abkürzung ist dann FAS, ja, aber in Großbuchstaben. Und ja, dann bestätigen wir das, sehr gut. Dann bekommen wir auch ein Pack dafür, glaube ich. Holen wir uns nachher ab, die Formation ändern. Das machen wir nachher noch, Fitness verbessern. Okay, jetzt, dann holen wir uns erst das Pack ab. Okay, kein Pack im Stadion. So viel dazu. Gut, dann haben wir ein neues Stadion. Sehr schön. Ja, Formation ändern will ich eigentlich gar nicht. Deswegen mache ich es jetzt wieder rückgängig, weil ich die gern hätte. Aber die Belohnung kriegen wir trotzdem. Ein Fitnessobjekt. Okay, damit können wir dann wahrscheinlich gleich die nächste Aufgabe. Ja, kriegt man Kostic. Die nächste Aufgabe haben wir dann gleich erledigt. Verbesserung der Fitness. Und hier kriegen wir ein 83 plus Leihspieler-Set. Schauen wir mal, wer hier rauskommt. Die Tafeln sind auf jeden Fall wieder da. Belgien, linkes Mittelfeld. Carrasco. Ja. Kein Walkout, der gute Carrasco. Ich weiß nicht, ob Leihspiel allgemein kein Walkout sind oder nur Carrasco kein Walkout ist. Wahrscheinlich alles ab 86 dann ein Walkout. Den packen wir trotzdem mal in die aktive Mannschaft, auch wenn er jetzt nicht so wirklich reinpasst. Packen wir mal hier hin. Den tun wir in den Verein. Okay, gut. Und eine Einzelspielerpartie machen wir dann in der nächsten Folge, sodass wir dann die Belohnung bekommen. Was können wir hier noch machen? Okay, ja gut, dann müssen wir jetzt kurz Dembélé da reinbauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müsste es ja passen. Weil anderen haben ja die richtigen Positionen. Ja, gut. Dann fehlt nur noch das eine Spiel, das hier, die Einzelspielerpartie. Dann haben wir die ganze Liste absolviert. Das hier fehlt noch, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.